Bevor es losgeht, möchte ich darauf hinweisen, dass ich aus Versehen wieder mal die Musik und so von dem Spiel wieder viel zu laut hatte. Das dürfte sich ab Montag dann aber wieder bessern. Es tut mir leid. Ja, hallo, liebe Gefängnis- und Gewinnspielfreunde. Ich bin's, der Tenchi. Und heute spielen wir The Escapist, aber das sieht nicht so aus. Ich weiß, das liegt daran, dass ich ja noch auslosen muss, welche Namen denn nun mit rein dürfen. Ich glaube, auf diese Art, wie ich es jetzt mache, werde ich es letzte Mal machen. Also, ja, beim nächsten Mal, wenn ich das dann mache mit Namen und so, da muss ich mal schauen, weil es gibt ja auch Internetseiten, wo man quasi dann ein YouTube-Video eingibt, dann kann man dann dort nach einem bestimmten Stichwort suchen, zum Beispiel Teilnahme oder so. Und alle Leute, die dann Teilnahme geschrieben haben, die werden dann quasi in die Auslosung berücksichtigt und dann brauch ich bloß einen Knopf drücken und dann geht das. Weil ich glaube, das hier nochmal zu machen, boah, also es waren 131 Kommentare. Ich habe jetzt 76 Leute, die bei den Gefangenen sich angemeldet haben. Da sind auch die Leute drin, wo egal drin steht. Ich musste die jetzt überall auf beiden Seiten irgendwie reinmachen. Es ging nicht anders. Und das ist eine blöde Arbeit und es ist ein bisschen unfair, wenn dann Leute sagen halt, die machen beides, ne? Weil dann die, die Wärter sein wollen oder nur Gefangene, haben halt weniger Chancen. Das ist ein bisschen blöd, ich weiß, aber ja, das nächste Mal muss ich es anders machen. Okay. Ja, wie gesagt, das sind jetzt die Leute hier, alle, die jetzt drin sind. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, Leute. Wenn es der Fall sein sollte, tut es mir wirklich leid. Weil bei 131 Kommentare kann auch ein bisschen, vor allem, da gibt es dann noch welche, die sich 10.000 Mal das Gleiche geschrieben haben. Ein bisschen übertrieben, 10.000 Mal, aber derjenige weiß schon, wem ich meine. Und ja, das sind jetzt quasi die Teilnehmer für die Gefangenen, 76. Und jeder von ihnen bekommt jetzt eine Kugel und dann wird ausgelost. Die ersten, also ich muss jetzt zweimal auslosen. Und zwar, weil wir haben 12 Gefangene Platz im Gefängnis. Das heißt, ich werde zweimal die Kugel schwingen. Und immer die ersten sechs, die unten sind, die kommen quasi rein. Oh, ich habe die Kugel noch nicht erstellt. So. Da kommen jetzt die Kugeln rein. Jede Kugel hat einen Namen. Ja, hier, das sieht man hier. Zum Beispiel hier haben wir einen Azog und Harzer und Dreckster und Crazy und Akul0078. Das sind echt lustige Namen. Nanotech ist da. Der Paul, ganz cool, Paul, Till. Und ich hoffe, ich habe echt niemanden doppelt drin oder so. Oder beziehungsweise. Hier Darksider LP, der ist es nämlich, der das tausendmal geschrieben hat. Oder Toni ist da. Ich hoffe, Toni wird gewinnen. Mein Namensvetter. Das muss ja eigentlich, das muss sein. Ja, sieht nicht so viel aus, aber es sind 73 Kugeln. Und wir starten jetzt einfach mal die Tombola und dann drehen sich die Kugeln und am Ende wird dann hoffentlich ein Gewinner gekürt werden. Dauert ein bisschen, ich glaube, eine Minute lang dreht sich das Ding jetzt hier, weil es muss ja schön durchgemischt werden. Und es sieht aus, als wäre es ein bisschen unfair, das Mischen, aber glaubt mir, einige bleiben hängen, ein paar Kugeln, einige bleiben nicht hängen. Und dadurch mischt sich das schon ordentlich. Vor allem, jetzt geht es nochmal rückwärts und hier bleiben dann noch mehr hängen und kleben und alles. Es ist alles schon korrekt so, wie es sein muss. Irgendwann wird dann dieses Teil hier aufgehen, was man hier gerade gesehen hat hier. Da wird das dann aufgehen und dann rutschen die dann raus. Aber er wird jetzt erstmal nochmal in die andere Richtung gehen, denn wir wollen ja, dass es alles schön ordentlich läuft. Ich könnte theoretisch auch per Hand noch hin und her mixen, aber ich lasse mal alles automatisch. Ist vielleicht besser so. So, wenn er jetzt nochmal zurückdreht, dann war es das. Und zwar jetzt könnte es gleich soweit sein. Und, na, immer noch nicht. Krass, krass, krass. Jetzt gleich geht's los, gleich geht's los. Ich sehe es schon. Und jetzt geht's zurück. Nein, jetzt geht's zurück. Ist offen und da kommen die ersten Kugeln. Und mal gucken. Okay, Leute. Da Blackmail. Muni? Steht da Muni? Ich glaube schon. Da Muri? Hä, das sind zwei? Wieso sind da zwei Punkte drüber? Muri. Ach so, Muri mit zwei I. Dann haben wir hier Susu. Charlie 2107, Zocki 21, Timmy D, okay. Und Kicker, das dürften die 6 sein, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, hier, bis dahin sind 6. Tut mir leid, Kicker, tut mir leid. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, diese Leute sind es. Ich werde jetzt den, leider muss ich jetzt nochmal quasi hier die Leute rausschieben. Also das werde ich jetzt hier gleich mal machen. Das könnt ihr mal sehen, wie das ungefähr aussieht. Zum Beispiel der. Die sind leider nicht sortiert. Hier Blackmail.
Der ist ja hier unten, Blackmail, der kommt raus. So, die sind jetzt raus quasi, die haben es jetzt schon geschafft. Und jetzt werden wir das erstmal kurz speichern. Ah, ich muss das Feld erstmal aufräumen. So, dann speichern wir das erstmal. Und jetzt erstellen wir wieder Kugeln. Diese Kugeln sind nicht dabei. Es sind jetzt also quasi bloß noch 70 Kugeln. Ah, es ist natürlich ja, ein bisschen falsch gedreht jetzt gerade, sehe ich gerade. Aber ist okay. Der dreht sich ja eh noch durch die Gegend jetzt und kann sich auch so gedreht sein. So, mal kurz schauen, ob wir irgendwas entdecken, wo vielleicht doch Muri oder so mit da drin sind, weil Bugs kommen immer auftreten. Sieht aber nicht so aus. Hier zockert es hier. Dexter. Ja. Sieht alles okay aus. Gut, dann drehen wir jetzt das nächste Mal quasi. Und dann waren das alle Gefangenen. Jetzt die nächsten 6, die rauskommen, sind dann alle Gefangenen. Los, komm schon. Ja, Schaka, Schaka Dingsbums und so. Okay. Und dann werden wir ein Gefängnis werde ich heute noch spielen. Ein Tag quasi ist halt eine etwas längere Folge. Ich werde jetzt aber gleich nochmal einen Cut machen müssen, weil ich muss dann nachher mal schauen, ob die Leute, die jetzt gewonnen haben, ob die auch bei den Wärtern drüben sind. Da möchte ich die da natürlich rausnehmen aus den Wärtern. Dementsprechend muss ich jetzt erstmal hier einen Cut machen dann. So. Oh ja, da springen sie rum. Schön, schön. Okay. Bald ist es soweit. Ja, eine Minute ist vielleicht ein bisschen lang manchmal, aber okay. Mal gucken, wer diesmal gewinnt, Leute. Mal gucken. Mal gucken. Es ist bald soweit. Ich spüre es. Ich habe es im Urin, wie man so schön sagt. Und da ist es auch schon offen. Und? Oh Gott, was ist das für ein Name? Akul 0078? Ach du Scheiße. Endnight. Emil. Darkside LP. Oh nein. Nein! Verstopfung! Das gibt's doch nicht! Oh Gott! ich würde mal gesagt haben, dieser Darkside LP, der hat zwar mehrmals hingeschrieben in den Kommentaren, aber er hat natürlich trotzdem nur eine Kugel bekommen, wollte ich nur gesagt haben. Ja, dammit. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Bin ich jetzt mal so fies und sage einfach, die 2 kommen jetzt noch hinten rein? Huch, oh oh. Ist das Programm hängen geblieben? Das Programm ist hängen geblieben. Oh, jetzt geht's wieder. Huh. Okay, ich würde sagen, die nehme ich einfach mit rein, dann sind das auch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wären eh so die gewesen, die reingekommen wären, wenn sie sich nicht verstopft hätten. Weißt du, ich nehme die jetzt einfach mit rein. Es ist auch mein gutes Recht, ich darf das so sagen. Gut, dann werde ich jetzt hier noch rausmachen. So, während ich die Wärterliste gemacht habe, die habe ich jetzt gemacht, ist mir aufgefallen, ich habe mal kurz geschaut, wie viele Plätze gibt es denn überhaupt. Und ich habe mich geirrt, es gibt statt 6 in einer Reihe, sind es 7 in einer Reihe. Das heißt, ich habe noch 2 Plätze frei für Gefangene. Dementsprechend erstelle ich mal schnell Kugeln und lasse das alles so drehen und lasse nochmal schnell die Gefangenen durchlaufen. Weil, auch wenn es nur 2 Plätze sind, ihr wollt doch bestimmt, dass ich das auch alles fair gestalte und auch zeige. Und ja, ist egal, ob ich jetzt die Kugeln während des Drehens reinschmeiße oder nicht, läuft ja trotzdem alles genüsslich weiter, Leute. Es wird ja alles trotzdem schön durchgemischt, alles sind wieder auf einen Haufen. Jeder hat die gleichen Chancen quasi. Außer natürlich, liebe Freunde. Aber das werden wir gleich sehen. Ich habe nämlich gesehen, dass ich aus Versehen einen Namen doppelt drin habe, tatsächlich. Und den habe ich gerade nicht rausgemacht. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht auftaucht. Wenn er auftaucht, dann kann ich gleich nochmal losen. Ah. Wenn er auftaucht, muss ich gleich nochmal losen. Aber vielleicht haben wir ja in Anführungsstrichen Glück. Der kommt erst gar nicht in den Namen, da gar nicht rein. Aber wer weiß, wer weiß. So, langsam ist jetzt offen. Es ist offen. Mal gucken, wer das Rennen gewinnt. Und da gehen die ersten Bälle rein. Und ganz oben, ich guck mal, bevor ich vorlese, gucke ich lieber mal, ob der Name mit drin ist. Na gut, wir haben eh plus 2 Plätze. Das heißt, Harzer und Rüdiger kommen noch mit rein. Sehr schön. Die werde ich jetzt noch eintragen hier auf der anderen Seite, damit ich die nachher beim in den Spieleintragen nicht vergessen werde. So, und dann sehen wir uns jetzt gleich beim Wärter wieder. Okay, und da sind wir schon bei den Wärtern. Es gibt 32 Kandidaten. Und ja, hier gibt es keinen Namen irgendwie doppelt oder so. Dementsprechend alles super duper und so. Und jetzt haben wir hier natürlich die Chance,
ein paar mehr Leute gewinnen zu lassen, weil wir können ja 10 Leute suchen. Das heißt, jetzt die ersten 6. Ja, wenn wir 10 Leute suchen, mache ich 2-mal drehen und die ersten 5 Leute werden immer genommen. Dann kam ein volles Programm quasi. Die ersten 5, die unten landen, die nehme ich dann einfach rein. Ja, es dauert immer wirklich ein bisschen lange mit dem Drehen. Aber das soll ja auch eigentlich war die Maschine, die wir damals hier gemacht haben, also die Anschlug gemacht hat, um mal fair zu sein. Die war ich hier dafür gedacht, um eine einmalige Losung zu machen, nicht um gleich 5, 4 oder keine Ahnung hintereinander durchzuziehen. Deswegen war es ja schon okay, wenn es eine Minute lang mischt. Ja, war das schon okay in dem Moment. So. Die habe ich damals immer verwendet für das Abo Minecraft. War schon cool. So. Jetzt müsste es gleich zurückdrehen irgendwann mal. Irgendwann geht's jetzt los. Gleich geht's, dreht sie sich zurück. Jetzt dreht sie zurück. Sie ist offen und da hat sich aber deutlich als erstes reingeschmuggelt und... Wow, da ist einer reingeflogen, wieder rausgeflogen. Und? Was haben wir hier? Bubi? Jan? Also... Haben wir den Aaron 01, Bubi, Jam. Oh, das gibt's doch gar nicht. Warum verstopft denn das jetzt immer hier? Das hat doch sonst auch nicht verstopft. Ja, Leute, aber ich könnte es ja wieder so machen, dass ich einfach wieder die ersten 2 hier nehme. Dann passt das schon, weil es sind ja 5 Stück. Drissi und Sims quasi. Die muss ich jetzt hier drüben mal raussuchen. Ja, nicht so einfach. So, dann erstellen wir jetzt mit den neuen Leuten neue Kugeln und lassen das Ganze drehen. Und dann kommen die nächsten 5. Und dann muss ich die nachher bloß noch einstellen, da werde ich aber gleich einfach Zeitraffer machen, dass ich den einfach zeitraffermäßig dann die Namen auch benenne. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, so. So, dann mischen wir ordentlich durch. Schön, wie es mischt. Ja, das Programm ist auch nicht für so viele Leute ausgelegt. Also 100 Teilnehmer ist schon ziemlich krass im Sinne von... dass man ganz schön viel Arbeit hat, die ganzen Namen da irgendwie reinzumachen. Außer natürlich, man könnte irgendwie das mit Nummern lösen, dass da keine Namen drinstehen, sondern einfach nur 1, 2, 3, 4 oder so. Dass dann jeder irgendwie eine Nummer kriegt oder sowas. Da müsste man aber gucken, vielleicht kann man das machen. Dann könnte man ein paar mehr Bällchen reinmachen. Ich weiß nicht, ob die Engine, die verträgt nicht ganz so viele Bälle. Ich glaube so bei 2, 4, 500 ist Schluss mindestens, also maximal 500 würde ich mal sagen. Bällchen kann man hier vielleicht reinmachen. Dann ist Schluss. So, und da sind 2 nur rausgekommen erst. Und ich hoffe, die verstopfen nichts. Oh nein. Doch, die haben es noch geschafft. Die anderen kommen jetzt hinterhergefallen. Okay. Die ersten 5. Da haben wir hier Traktor Cowboy. Wo bist du, Traktor Cowboy? Na? Bin ich blind? Hier, Traktor Cowboy. König Murphy. Aha. König Murphy, da haben wir ihn. T-Neon, da ganz unten. Luke, 1968. Luke Star ist hier drinne. Ja, wo ich mir echt nicht so sicher bin. Die meinen ein paar Namen, die kommen mir so bekannt vor und ich bin mir echt nicht sicher, ob die nicht schon dabei waren oder nicht. Freak Sheep. Der Freak Sheep. Da. So, das waren jetzt alle quasi. Das waren alle, ausgelosten Teilnehmer, liebe Freunde. Ich werde das jetzt hier nochmal speichern. Ich hoffe, er hat das auch gespeichert. Natürlich hat er es nicht gespeichert, weil das Programm wieder abgestürzt ist. Arga! So, liebe Leute, endlich haben wir es geschafft. Wir gehen in ein neues Spiel. Hier wird natürlich der Tenchi wieder draus gemacht, denn ich bin der Tenchi, der einzig wahre Tenchi. Muhahaha. So, und dann müssen wir tatsächlich, das glaubt man gar nicht, wir müssen San Pancho nehmen, denn HMP ist gar nicht verfügbar, ist zugeschlossen. Was ich aber mitbekommen habe, jeder der Early Access Spielleute hat dieses Gefängnis bekommen. First Peak Correctional. Keine Ahnung, was da in dem Gefängnis so drin ist, aber wir werden das hier machen und schauen uns dann später vielleicht mal so ein Gefängnis an. Ja, und hier haben wir halt unsere ganzen Leute und da werde ich jetzt ein bisschen eintragen. Natürlich mit ein bisschen Vorspulen und so, weil das muss einfach sein.
damit ist Rüdiger auch im Team. Und wir können endlich den ersten Tag im Gefängnis antreten. Allerdings weiß ich nicht, ob die Musik nicht noch zu laut ist. Auch das werden wir dann sehen. Gut, dann starten! Dies ist das berühmt-berüchtigste Gefängnis San Pancho. Der härteste und grausamste Knast südlich der Grenze. Durch die brüllende Hitze und die Enge werden unsere Insassen wütend und gewalttätig. Selbst die Wärter trauen sich nicht rein. Okay, das klingt ja schon mal irgendwie nicht besonders gut. Das heißt also, wir haben hier doch schon ein sehr schweres Gefängnis. Es ist anscheinend auch Winter. Oh, mit Harzer und Rüdiger in einer Zelle? Oh mein Gott. Okay. So, ich hoffe mal, dass sie nicht alle gewalttätig sind. Wie sieht's denn aus? Opinion, okay, sieht alles noch gut aus. Oh! Blackmail mag mich ja gar nicht. Oh Gott, ich muss zu meinesgleichen. Wo ist denn hier? Harzer ist eigentlich ganz gut. Rüdiger muss ich auch noch ein bisschen daran arbeiten. Das sieht ja gar nicht gut aus. So, wie sieht's denn aus? Was verkaufen die Schönes? Wir müssen natürlich gleich an den Ausbruch denken. Oh Gott, das ist immer wieder ganz entspannt. Ganz entspannt sei ich schon. Ich meine, sehr interessant und aufregend herauszufinden, wie man das hier macht. Weil wir müssen auf jeden Fall mit Rüdiger und mit Harzer gut stehen. Wobei ich nicht genau weiß, ob sich das lohnt, weil ich habe bis jetzt immer diesen Bug gehabt, dass kaum habe ich mich mit jemandem angefreundet, wohnt auf einmal jemand anderes in meiner Zelle. So, echt aufpassen, dass sie mich nicht umhauen. Wir müssen also diesmal mehr auf Sets auf jeden Fall aufpassen. Das wäre ganz gut, dass wir wirklich mal auch uns wirklich ein bisschen rum... Oh, jetzt Harzer, das ist gut. Dass wir... Oh, der genau neben mir. Ja, die zwei sind jetzt meine besten Freunde. Also ich muss mich auf jeden Fall auch ein bisschen meine Stats hochkriegen. Damit ich ein bisschen kämpfen kann auch. Das wäre sonst ein bisschen doof. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Eigentlich muss ich mir jeden zum Freund machen. Einfach jeden, den es gibt. Und deswegen klatsche ich auch jeden erstmal so an. Also, nach dem Aufstehen auf jeden Fall Mittagessen. Das ist okay. Kloppen sich auch schon welche. Wie sieht das hier aus mit... Hier ist kein Detektor dran, das ist schon mal ziemlich cool. Oh oh, der will was von mir, oder? Nee. Nein, der will was von mir. Oh, shit. Ha, weg hier. Boah. Gärtnerarbeit ist jetzt dran. Wo sind hier die Wärter? Wo müssen doch wohl Wärter sein? Wärter, Hilfe, Hilfe. Oh, shit. Wärter. Wärter, wo sind denn die Wärter? Nein. Lass mich in Ruhe, Blackie. Oh Mann, ey. Harter Knast, Leute. Ich hol mir jetzt eine Hacke hier raus und dann hake ich jetzt alles kaputt. Lass mal gucken, ob ich dir was zu klauen kann. Ey. Boah, Leute, das fängt echt hart an. Vor allem, hier gibt's doch kaum was da hier. Ich würde gerade sagen, hier gibt's gar kein Unkraut. Aber anscheinend. Hä? Ist er noch da? Oh, kann ich den nochmal machen? Okay, muss schon vorsichtig von den ganzen Leuten hier ein bisschen entfernt halten. Okay. Ah, lasst mich ein bisschen in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Leute. Hey, Harzer, wir sind beste Freunde. Das weiß ich doch. So, jetzt haben wir ja, ist ja gleich eine Waffe. Dann nehme ich das als Waffe. Und dann suchen wir mal die Zellen. Beziehungsweise meine eigene Zelle ist ja die hier, glaube ich. Ja. Schau ich mal. Kann ich schon mal eine Waffe basteln? Ja. Dann fangen wir schon mal an, Waffen zu basteln. Okay. Und gleich mal ein bisschen verschenken. Okay. Was machen die alle hier drinnen? Alter, die kommen einfach hier alle in meine Zelle rein. Einfach so. Oh, Ducktape gefunden. Roter Chili. Naja, ganz schick, aber Ducktape ist schon mal sehr gut. Kann ich gut gebrauchen. Okay. Wer ist denn das da? Okay, kenne ich nicht. Stranger. Ist mir zu krass drauf. Das ist Timid. Als erstes möchte ich meine Leute ein bisschen versorgen. Rüdiger zum Beispiel. Eigentlich müsste ich bei jedem irgendwie mal ein bisschen. Hier ist Harzer. Aber der findet mich ja... Was? Der war doch mal viel besser befreundet, oder? Alter Falter. Das wird hart. Das wird echt hart, die hochzuhalten. Das... Der, wo ist denn jetzt hier der... Na, wo haben wir denn meinen besten... Oh nein, der will auch kloppen. Der will mich kloppen. Da ist Rüdiger. Ey, es gibt ja keine Wärter hier drinne. Es gibt tatsächlich keine Wärter hier drin. Alter, der hat eine geile Waffe. Oh, Rüdiger, ich habe ein Problem. Rüdiger, beschütz mich! Oh mein Gott! Ey, das ist so krass, die lassen... Das gibt's doch gar nicht.
Hier sind tatsächlich keine Cops. Das ist so krass, Mann. Oh, geil, ein Boxsack. Komm, Training. Hä, was muss ich hier machen? Hä? Hä, was muss ich hier machen? Gleichzeitig drücken? Ach, ich muss gedrückt halten. Okay. Okay, habe ich schon wieder vergessen, zu lange her. Seilspringen mache ich dann auch mal, das ist bestimmt auch sehr cool. So, wie gesagt, Stats müssen wir hochhalten. Vor allem Stärke und Geschwindigkeit wäre an sich nicht... Stärke an sich wäre nicht schlecht, weil wir dadurch ein bisschen mehr Leben bekommen. Und so oft, wie wir angegriffen werden, ist das, glaube ich, sehr praktisch, was davon zu haben. Alter, was ist das für eine geile Mucke? Schokolade? Naja, muss nicht sein. Freizeit, okay. Ich muss eigentlich hier nochmal durchsuchen. Eigentlich habe ich noch gar nicht so groß durchsucht. Wird Zeit, dass ich das mal mache. Mit der Gabel kann man keine Waffen basteln. Oh, Rasierschaum. Weiß ich noch nicht, ob man das braucht. Na. Ich kann keine Waffen basteln. Oh. Gleich mehrere, die mich nicht leiden können. In einem Raum. Hier. Nicht das. Nimm die Waffe. So. Oh Gott. Alter Falter. Das wird eine harte Nuss. Das wird eine richtige harte Nuss. Und ich habe aber wirklich das Gefühl, dass das echt hart wird, weil hier anscheinend auch keiner irgendwie aufpasst von den Leuten. Das gibt's. Oh, shit. Da sah es schon ein bisschen aus, ob du mich hauen will. Die sehen ja wie alle so aus. So, ich möchte mich gerne mal in mein Bett legen. Oh. Okay. Das ist Charlie. Was suchen die alle jetzt hier eigentlich? Oh, gibt's ja gar nicht. Sie hocken echt alle bei mir rum, ne? Die rennen hier einfach rein. Einfach so. Also erstmal die ganzen roten Leute irgendwie auf meine Seite bekommen. Das wäre ganz gut. Okay, noch ein Kamm. Kämme kann ich jetzt echt nicht genug haben. Ah, schade. Jetzt muss ich natürlich erstmal... Ah, hier. E-Mail. Komm mal her. Du bekommst jetzt auch nochmal ein paar Geschenke von mir. Okay. So. Ja, ganz profihaft gehe ich ja sofort dran, ne? Weiß sofort, was ich beschaffen muss und alles. Habe ich jetzt hier alles durchgeguckt? Ich glaube, nur diesen einen habe ich nicht gemacht. Arbeit reicht. Sehr schön. Arbeit reicht die Seele. Du Witzbold! Oh, ein Sombrero! Den muss ich mitnehmen. Die Zeit habe ich, glaube ich, schon durchsucht, ne? Okay. Na gut, den Sombrero mache ich dann doch mal weg. Ein bisschen was Wichtigeres. So, wir sind noch ein paar richtig... hier. Du bekommst... also Reichweite. So. Okay. Ich hoffe... Habe ich schon ein bisschen... Habe ich schon ein bisschen Freunde gemacht langsam. Das ist gut. So. Ich muss einfach erstmal die Freunde hochdrücken und dann als nächstes sich um die Stats kümmern. Das finde ich, glaube ich, ganz praktisch, wenn man das so machen würde. Wir müssen auch aufpassen, dass die nicht irgendwann mal unsere Sachen hier durchwühlen. Wäre nicht sehr schön. Da wäre Don Tenchi nicht sehr erfreut. Ich hätte hier meine eigene Mafia aufbauen. Das wird mein Knast! Stecken mich einfach hier rein und glauben, dass die dann wieder irgendwas damit anhaben können. So, was haben wir jetzt? Abendessen kommt dann, okay. So viel arbeiten ist ja nicht, ne? Viel arbeiten ist nicht. Haben wir noch jemand, der rot ist? Nicht so viel rot, aber... Hier, den gebe ich noch mal was. Okay. Stranger hat noch eine komische Farbe. So, mit dem wenigstens nicht einfach grundlos einfach angreifen. Talcum-Puder, na klar, besorge ich dir das. Das habe ich außerdem angeklickt, das tut mir leid, wollte ich gar nicht, aber okay. So, wo stehen jetzt meine Freunde? Rüdiger hier. Rüdiger ist mein Freund. Ganz wichtig, also für den Fall, dass wir uns Tunnel graben wollen oder so, müsst... Oh! Shit. Das hat er bestimmt nicht gut gefunden. Oh, jetzt kann ich, glaube ich, wieder gärtnern. Ja, da kloppen sich auch gerade wieder welche, das finde ich immer gut. Kloppen bedeutet, dass man kostenlose Sachen kriegt, wie zum Beispiel sowas. Okay. Sehr schön. Aber ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob man hier rauskommt überhaupt aus dem Knast. Weil ich mich jetzt echt nur da um diese ganzen Sachen... Oh nein, will er mich kloppen? Nein. Okay.
Also ich habe mich echt noch nicht darum gekümmert, wie man hier rauskommt. Wahrscheinlich eher so mit Schlüssel oder so. Müssen wir mal schauen, das dann hinhaut. Weil das scheint ein echt geiler Bereich zu sein, wo man sich ja aufhält. Das ist voll krass irgendwie. Okay, dann tun wir noch was da rein. Oh, so. Und dann können wir uns schon demnächst schon was basteln. Krass. Schokolade hätte ich vielleicht mal klauen sollen. So, wo geht's denn jetzt hier oben hin zum Beispiel? Hier gibt's die Arbeiten, okay? Hier ist so ein Lieferant, der holt dann das Zeug raus und stellt es dann wahrscheinlich da rein oder so. Aber hier, wenn ich das hier machen würde, das ist die Schneiderei, da könnte ich da oben mich da durchbuddeln. Okay. Was könnte ich denn machen mit der Arbeit hier? Da könnte ich mich zur Küche durchbuddeln. Wow, das ist ja klasse. Da kann ich ja gleich in der Küche arbeiten. Okay, wo geht's hier hin? Hier könnte man sich ja auch durchbuddeln eigentlich. Aber hier wäre doch... Ah, Krankenstation. Nee, Mist. Also ich glaube wirklich, der beste Beruf quasi wäre eigentlich... Ja, hier könnte man sich... Ne, da könnte man nichts aufbauen. Ja, hier, das wäre ein guter Beruf, weil da könnte man sich ja wahrscheinlich durch die Mauer bohren. Oder hier halt. Also dieser Murik arbeitet da dran und da arbeitet Charlie dran. Ja, muss man halt gucken, ob die irgendwann mal frei werden, die Plätze. Ich schau mal kurz, wie es hier aussieht bei den Berufen. Ja, ist alles natürlich besetzt. Aber wer weiß. Die kloppen sich so oft, da kann mal ruhig was schnell was frei werden. Ansonsten haben wir ja nicht viel. Ja, hier ist nicht viel. Mit einem Key könnte man da reinkommen, aber... Ey, das ist ja so krass, ne? Ey, weil das Lustige ist ja... Oh, da könnte man sich durchbohren. Sehe ich gerade. Durch die Zelle oder so. Muss man einfach mal gucken. So. Da hätte man da noch ein bisschen was Kostenloses, aber diese kostenlosen Sachen sind eh nicht so viel wert. Von daher... Weil die Wärter, die trauen sich ja echt nur rein. Die Wärter trauen sich ja echt nur rein, wenn hier irgendwie was ansteht. Zum Beispiel duschen. Hier Rüdiger verkauft Sachen. Oh, Ducktape kann man immer gebrauchen. Kostet auch noch sehr viel. Haben wir noch irgendwas hier oben bei dem? Ah, kostet auch 6 Liter. Ja, aber ich kauf's mal. Weil, wie gesagt, Ducktape kann man immer gut gebrauchen. Also, man kommt hier recht gut durch. Man könnte mich von meiner Zelle aus hier durchgraben. Da könnte ich nachts hier durchlaufen und mich dann da durchgraben. Aber das könnte ich auch tagsüber mich hier durchgraben. Dann bin ich dann hier bei dem Geschäft. Ich glaube, das werde ich einfach mal versuchen, mich hier durchzugraben langsam. In den nächsten Tagen irgendwie. Beziehungsweise erstmal vielleicht meine Stärke aufbauen. Also, mir geht es nicht um die Geschwindigkeit. Ich muss nicht unbedingt kloppen können. Ich würde halt nur gerne überleben, wenn mich jemand angreift. Weil, ey, tagsüber sind die echt keine Wächter, das ist so krass. Naja, Entschuldigung, hier sitze ich natürlich. So, folgender Mann bekommt ihr Zelt inspiziert. Timmit und Rüdiger, ja, kein Problem. Solange das Zeug nur bei Rüdiger drin ist, alles kein Problem. Ja, dann war es das auch schon wieder quasi, weil jetzt geht es ja natürlich ins Bett. Nachts kann ich noch nichts machen. Und ich muss erstmal schauen, wie ich jetzt erstmal mit den ganzen neuen Eindrücken jetzt klarkomme. Also wir haben auf jeden Fall quasi immer Gefahr, weil die Leute hier irgendwie immer weiter runtergehen. Obwohl, ich kann sie langsam nach oben drecken. Wir hatten am Anfang ein paar Rote, die haben wir jetzt gut mit dem Trick nach oben gemacht. Und wenn die mir dann auf meiner Seite sind, hier die Leute, dann könnte ich vielleicht mich hier oben mal durchbohren. Oder vielleicht sogar hier komplett rausbohren. Ja, mit dem Tunnel ist immer das Billigste, was man machen kann. Tunnel, aber das scheint immer das Effektivste zu sein. Dann könnte man sich hier einfach komplett durch. Nur der Generator, ich weiß nicht, wo der ist. Laufen hier nachts eigentlich Wärter hier drinnen rum? Mich auch mal interessieren. Das ist geil, ich kann hier nachts einfach zu jemandem rübergehen hier. An den zusammenschlagen. Ich würde echt mal interessieren, ob hier nachts irgendwo Wärter hier auch hier innerhalb rumlaufen. Weil die scheinen ja bloß da draußen zu sein. Die feigen Schweine. Na gut, wir haben ein paar illegale Sachen. Schaufel basteln wäre... Ja, eine Feile bräuchte ich bloß. Dann könnte ich mir sogar unten ein Stück Metall, dann könnte ich mir sowas basteln. Ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. So, war eine bisschen längere Folge. Und ja, dann ich hoffe, ihr seid alle so zufrieden, wie ich das gemacht habe. Das war echt anstrengend, das alles so zu machen. Das nächste Mal werde ich mir auch was Einfacheres auswählen. Müssen wir mal schauen dann. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Sinups Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.